Liebe Genossinnen, liebe Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich darf, nachdem nun die Gründung der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit ziemlich genau 5 Jahre her ist, doch daran erinnern und die ein oder andere Lehre ziehen, die wir nach 5 Jahren, davon 2,5 in einer gemeinsamen Partei, in der Linken, ziehen können. Erstens, die Linke ist dann erfolgreich, wenn sie in Ost und West verankert und gemeinsam stark wird, Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, die Linke ist dann stark, wenn sie sich um die ganz konkreten Probleme der Menschen kümmert. Und deshalb war es richtig, dass wir uns damals auch Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit nannten. Und deshalb ist es richtig, dass die Linke ein Kernthema besetzt, und das ist das Thema Arbeit und soziale Gerechtigkeit in dieser Republik. Wir haben dieses Land entscheidend verändert. Im Spiegel kündigt der SPD-Chef Gabriel an, dass er Korrekturen an der Agenda 2010 und an der Rente vornehmen will. Rüttgers kritisiert die Hartz-Gesetze und erfordert einen Totalumbau. Eigentlich will er nur den Namen ändern. Der Name ist übrigens richtig. Hartz war ein Verbrecher und das Gesetz ist ein Verbrechen. Insofern stimmt der Name, um das mal ganz deutlich zu sagen. Jörges schreibt im Stern einen Artikel, der ist überschrieben, Hartz IV muss weg. Wahrscheinlich tritt er jetzt bei uns ein, wenn er so weitermacht. Kritische Diskussionen des Afghanistan-Kriegs, Kolleginnen und Kollegen, in der ganzen Gesellschaft. Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Ratspräsidentin der EKD nun ebenfalls diese Position übernimmt. In der gesamten Gesellschaft wird mehrheitlich diskutiert, diesen Krieg in der Weise zu beenden, dass wir uns zurückziehen aus Afghanistan. Das ist ein Erfolg der Linken. Wir sind auf unseren Kernthemen, liebe Genossinnen und Genossen, überall erfolgreich, weil wir ein Hebel in der deutschen Politik sind, auch für die anderen Parteien, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Erfolge, Hebel in der deutschen Politik zu sein, aus der Opposition heraus, haben wir mit folgenden Voraussetzungen erreicht. Erstens, wir haben es deshalb erreicht, weil wir keinen Zweifel daran ließen, dass wir in unseren Grundpositionen nicht wackeln, nirgends und niemals. Das ist eine wesentliche Voraussetzung. Und zweitens, lasst mich das vielleicht noch mal erläutern, die Grünen, liebe Genossinnen und Genossen, die wurden auch noch gewählt, als sie ihre friedenspolitischen Positionen vollkommen aufgegeben hatten. Das wäre bei uns anders. Würden wir an der Sozialpolitik unsere Kernpositionen nicht mehr vertreten, würden wir schneller abgestraft, als wir morgen die Augenlider heben, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb dürfen wir das nie und nimmer machen. Und insofern ist die Frage Regierungsbeteiligung oder nicht auch eine Gespensterdebatte. Selbstverständlich wollen wir uns an Regierungen beteiligen, aber ich sage auch immer dann müssen unsere Kernpositionen, unsere wesentlichen Punkte deutlich sichtbar sein. Die Linke wackelt nicht an den Grundpositionen. Das muss unsere Botschaft sein. Diese Strategie des Unbeirrbarseins in unseren Positionen, diese Strategie war erfolgreich im Übrigen. Strategien, über die auch zurzeit viel diskutiert wird, beweisen sich nicht in der Theorie. Die Richtigkeit von Strategien, die beweist sich in der Praxis. Und in der Praxis war diese Strategie deshalb erfolgreich, weil wir bei allen Wahlen in der Bundesrepublik kräftig zugelegt haben. Und ich sage nur das einmal, weil ich vielleicht als Bayer auch mal was Bayerisches sagen darf, dass wir in Bayern 6,5% bei der Bundestagswahl erreicht haben. Das ist fast eine Revolution, das kann ich euch sagen. Und die sind in Bayern schon ein bisschen her. Liebe Genossinnen und Genossen, einen weiteren Punkt, der wesentlich war für unseren Erfolg, war, dass die Zusammenarbeit
von Oskar und Gregor. In unserer Partei, in unserer Fraktion hervorragend geklappt hat. Ich bin oft gefragt worden, ihr kriegt gleich noch Gelegenheit zum Klatschen. Ich bin oft gefragt worden, das geht doch mit diesen beiden Alpha-Stieren nicht gut. Und ich bin überzeugt, dass Lothar diese Fragen auch gestellt bekommen hat, in der Frage, als wir das diskutiert haben. Ich weiß nicht warum, aber ich war mir immer sicher, das funktioniert. Obwohl ich die beiden damals noch gar nicht so gut kannte. Aber das Vertrauensverhältnis dieser beiden zueinander war mit Voraussetzung, dass in dieser Partei eine klare Botschaft nach außen immer abgesondert werden konnte. Und das mit großem Erfolg. Und ich sage deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, für eine Führung in einer Partei ist es von entscheidender Bedeutung, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man auch gegenseitiges Vertrauen zueinander hat und dass man auf Basis dieses gegenseitigen Vertrauens insgesamt Vorbild für die gesamte Partei sein kann. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung. Und ich sage ja nun auch kein Geheimnis. Wenn wir an der einen oder anderen Stelle in dieser Frage momentan Probleme haben, was das gegenseitige Vertrauen betrifft, in engsten Führungskreisen der Partei, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass wir dieses Thema möglichst rasch beenden und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen Gremien der Partei wiederherstellen, liebe Genossinnen und Genossen. So schnell als möglich. Unser zentrales Wahlversprechen hat gelautet, dass wir die politische Kraft in Deutschland sein wollen, die Sozialpolitik, sondern auf der Tagesordnung hat. Das geht nur, liebe Genossinnen und Genossen, wenn man das zusammen macht, wenn man sich auseinander dividiert, sind wir Wahllügner und das darf uns nicht passieren, liebe Genossinnen und Genossen. Voraussetzung ist, dass wir eben nicht auseinanderrennen und diesen Wahlbetrug auch nicht begehen. Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass wir da alle dran arbeiten wollen. Ich weiß als jemand, der bei der Gründung der WASG beteiligt war, dass unser Erfolg viele Mütter und viele Väter hat. Manchmal glaube ich mehr, als wir Mitglieder haben. Es gibt aber tatsächlich, liebe Genossinnen und Genossen, zwei Persönlichkeiten, ohne die es nicht gegangen wäre. Sie sind in ganz besonderer Weise für den Erfolg unseres Projekts verantwortlich. Da meine ich Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Es war eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung für das, was nach der Gründung der WASG, nach der gemeinsamen Installation nach der Gründung der Linken, es war eine wesentliche Voraussetzung, dass die beiden mit ihrem Namen, mit ihrer Persönlichkeit sich für dieses Projekt engagiert haben. Ohne Gregor und ohne Oskar gäbe es die Linke mit ihren Erfolgen nicht. Die PDS wäre im Westen genauso grandios gescheitert wie die WASG im Osten. Heute stehen wir vor der Aufgabe, diese Linke in der Parteienlandschaft zu verankern. Das geht nur, wenn der Westen bereit ist, vom Osten zu lernen, aber auch, wenn der Osten bereit ist, das eine oder andere aus dem Westen zur Kenntnis zu nehmen. Wenn wir die Linke tatsächlich im Parteiensystem verankern wollen, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir das machen, was Gregor Gysi gesagt hat, nämlich wir müssen so schnell und so rasch wie möglich ein breites Zentrum in unserer Partei bilden. Mit diesem Zentrum müssen wir so schnell wie möglich beginnen. Es darf nicht sein, dass wir uns bei der erstbesten Gelegenheit wieder in die Gräben links oder rechts oder östlich oder westlich der Elbe zurückziehen, sondern dass wir versuchen, diese Probleme möglichst schnell zu lösen. Oder glaubt irgendjemand, dass die jetzige Bundesregierung mit ihren sozialpolitischen Kahlschlagpositionen wartet, bis wir uns sortiert haben?
Wo liegt das Zentrum einer Linken? Liegt es im Osten? Liegt es im Westen? Liegt es an den Grenzen zu den Strömungen? Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke ist mehr als die Summe der Traditionen aus PDS und WASG. Sie ist auch mehr als die Summe der Strömungen. Wir müssen aufhören, das Zentrum in unserer Partei in uns selber zu suchen. Das Zentrum einer Linken muss dort sein, wo Menschen gemeinsame Interessen artikulieren und vertreten. Wir sprechen für die Mehrheit der arbeitenden Menschen in unserem Land. Das sind diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und dennoch oft Angst haben, ob sie am Monatsende ihre Familien auch noch ernähren können. Wir sprechen von den Arbeitslosen, die drangsaliert werden und von Armut bedroht sind. Wir sprechen von den Rentnerinnen und Rentnern, die ihr Leben lang gearbeitet haben und von den Regierungen der letzten Farben massiv in ihrer Existenz bedroht wurden durch permanente Kürzungen ihrer Einkommen. Und wir sprechen von den Schülern und Studenten und Auszubildenden, die um ihre Perspektiven in der Gesellschaft fürchten. Und wir sprechen von den Kindern und Jugendlichen, die durch Armut und Sozialabbau oft schon ausgegrenzt sind, bevor sie überhaupt wissen, warum sie geboren worden sind. Liebe Genossinnen und Genossen, diese Menschen und ihre Kämpfe sind das Zentrum der Linken. Sie sind der Grund, dass es uns gibt, nicht wir selber. Nicht wir selber. Wir müssen eine Linke sein, die dazwischen geht, wenn es gegen Armut und Ungerechtigkeit, gegen Krieg und Gewalt, für Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt gibt. Und vielleicht auch noch eine Bemerkung dazu, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, das System, das ökonomische System des real existierenden Sozialismus ist gescheitert. Das wissen wir. Aber ich sage auch, der Finanzmarktkapitalismus, so wie er ist, ist noch nicht gescheitert. Der existiert ja weiter, aber er wird den Lebensinteressen der Menschen in unserem Lande nicht gerecht. Er ist insofern genauso gescheitert. Und wer soll nun Lösungen und Antworten auf diese Tatsache finden? Die FDP? Herr Westerwelle? Frau Merkel? Herr Gabriel, der noch gar nicht weiß, was er mit seiner SPD nun anfangen soll. Wir haben dort auch die Aufgabe als Linke, die Perspektiven zu entwickeln, wie wir aus diesem Debakel lernen, und zwar aus beiden Debakel, liebe Genossinnen und Genossen. Das sind wir die, die die Antworten geben müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, die FDP sagt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und lehnt gleichzeitig den Mindestlohn ab. Welche Heuchelei! Welche Heuchelei! Wen meint denn eigentlich Westerwelle, wenn er sagt, Leistung soll sich lohnen? Die Banker? Die Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften? Die Handwerker, die aber schon einen größeren Laden haben, wenn den kleinen geht es ja auch schlecht? Liebe Genossinnen und Genossen, wenn der Westerwelle sagt, Arbeit muss sich lohnen und gleichzeitig lehnt er den Mindestlohn ab, dann müssen wir das laut und deutlich anprangern. Dann müssen wir sagen, Westerwelle ist ein politischer Scharlatan, der von der politischen Bühne der Bundesrepublik so schnell wie möglich wieder abtreten muss. Das müssen wir sagen, laut und deutlich. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen den politischen Widerstand organisieren. Die anderen werden es nicht tun. Es kommt auf uns an. Die SPD hat sich in ihrer Rolle als Opposition noch nicht gefunden. Ja, stellt euch mal vor, der Steinmeier stellt sich im Bundestag hin und ist für eine Vermögensteuer. Den lachen die doch aus, wenn er jahrelang das Gegenteil erzählt hat. Die Grünen sind alles andere als eine soziale oder linke Partei. Selbst Ludger Vollmer, der frühere Vorsitzende, stellt es fest. Ich habe manchmal den Eindruck, die sind auch nicht mehr so richtig grün, sondern eher schon ein bisschen kompostiert.
Wir sind es, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind es, die nun die Themen aufgreifen müssen und die Vorschläge machen müssen zu ihrer Veränderung. Was will die Regierung bei der Gesundheit? Der Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung soll eingefroren werden. Das ist ein asozialer Angriff auf die Gesundheit der Bevölkerung. Letztendlich bedeutet die Kopfpauschale nämlich Folgendes, liebe Genossinnen und Genossen. 95% aller Rentner müssen einen Sozialausgleich vom Steuerzahler fordern, damit sie überhaupt über ihre Grenze der Eigenbeteiligung hinweggehoben werden. Zweitens, jeder, der unter 1.800 Euro brutto verdient, liebe Genossinnen und Genossen, wäre dann gezwungen, so zum Amt zu gehen und eine Aufstockung zu bekommen in dieser Gesundheitsreform. Das ist Harz im Gesundheitswesen. Das lehnen wir ab, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen eine Bürgerversicherung im Gesundheitswesen. Wir wollen die Abschaffung der Praxisgebühr, die Abschaffung der Zuzahlungen. Wir wollen, dass Schluss gemacht wird mit der Zweiklassenmedizin. Und wir sagen, liebe Genossinnen und Genossen, das ist auch alles bezahlbar, weil die Bürgerversicherung bedeutet, dass jeder prozentual denselben Beitrag leistet und nicht die Besserverdienenden, wie es heute ist und wie es künftig noch mehr sein soll, prozentual bei Weitem weniger einzahlen in das Gesundheitssystem als andere. Wir wollen gerechte Löhne. Was heißt das? Wir wissen, die Löhne sind auf der Rutschbahn. Der Stern hat jetzt festgestellt, dass ein großer Teil unserer Arbeitnehmer weniger verdient als noch vor 20 Jahren. Die Mehrheit weniger verdient als noch vor 20 Jahren. Wir haben das als Linke immer angeprangert. Das ist nicht vom Himmel gefallen, das Ergebnis einer falschen Politik. Gerade jetzt in der Krise wäre es wichtig, die Löhne zu erhöhen, um die Nachfrage zu stabilisieren. Warum ist denn in der Automobilindustrie so ein Zwischenboom eingetreten? Doch deshalb, weil die Menschen durch die Abwrackprämie plötzlich mehr Einkommen hatten. Das bedeutet, hätten die Menschen mehr Geld, würden sie es auch ausgeben. Nur die Großkopferten geben ihr Geld nicht aus, sondern spekulieren. Nicht der normale Bürger, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb werden jetzt Einkommenserhöhungen richtig und notwendig. Und wir brauchen möglichst rasch einen Mindestlohn. Und es freut mich, liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst, ich bin ja auch Gewerkschaftsfunktionär. Jetzt war der DGB so immer rumkrebsend bei 7,50 Euro. Ihr wisst, wir wollen 10. Jetzt gehen die offensichtlich auf 9. Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, da haben wir ein wenig nachgeholfen. Wir brauchen Veränderungen am Arbeitsmarkt. Wir haben trotz Kurzarbeit eine Vielzahl von Menschen, die bereits ihren Job verloren haben. Das sind unter anderem die Leiharbeiter. Das sind unter anderem alle die, die befristet beschäftigt waren. Das sind alle die, wo die Arbeitgeber einfach gekündigt haben. Deshalb ist es richtig und notwendig, dass wir sagen als Linke, wir wollen, dass das Arbeitslosengeld 1 sofort länger bezahlt wird, um zu verhindern, dass die Menschen, die gearbeitet haben, so schnell wie möglich nach einem Jahr in das Hartz-System abrutschen. Das ist eine ganz zentrale Forderung, die Menschen zu schützen vor der Krise, liebe Genossinnen und Genossen. Dazu gehört unter anderem auch ein besserer Kündigungsschutz und keine Verschlechterung. Dazu gehört auch ein Kündigungsverbot für profitable Unternehmen. Und es gehört auch dazu, dass wir ein wirklich milliardenschweres Programm für öffentliche Jobs auflegen. Liebe Genossinnen und Genossen, vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich bedauere manchmal die Tatsache, wie geduldig wir sind. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit hat die FDP eine Forderung erhoben, Kündigungsschutz muss massiv verschlechtert werden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Partei in der Lage gewesen wären, innerhalb von 1-2 Tagen zu organisieren, dass vor jedem FDP-Büro, Klammer auf, es gibt weniger FDP-Büros als Linke, Klammer zu, dass wir vor jedem FDP-Büro nur mit einer kleinen Tafel stehen und draufschreiben, FDP, weniger Kündigungsschutz, mehr Entlassungen, mehr soziales Elend. Das hätte gereicht. Warum werden wir nicht aktionsfähiger in solchen Fragen? Warum schaffen wir das nicht, liebe Genossinnen und Genossen? Unser weiteres Thema ist Armut.
der Union und der FDP fällt da genauso wenig ein wie der Vorgängerregierung. Ich habe bereits angesprochen, Rüttgers will einen neuen Namen. Ich sage, es gibt ein ganz einfaches Mittel gegen Hartz IV, wenn er das will. Abschaffen diese Gesetze, dann sind sie weg. Das ist unsere Position. Und bei der Kindergelderhöhung wird deutlich, wo die Stoßrichtung der jetzigen Regierung ist. 40 Euro pro Monat sozusagen für die Gutverdiener, 20 Euro für die Normalverdiener und für die Hartz-Familien gibt es nichts. Das ist dann besonders sozial. Es gibt nur eine Kraft, die glaubwürdig gegen solche Positionen eintreten kann. Das ist die Linke, liebe Genossinnen und Genossen. Das sind wir und das müssen wir auch tun und sagen, innerhalb und außerhalb des Parlaments. Unsere Positionen zur Rente, ich brauche sie nicht erläutern, sie sind bekannt, aber ich will auf eins noch mal hinweisen. Rente mit 67 kommt nächstes Jahr auf den Prüfstand. Das steht so im Gesetz. Dieses Jahr, ja, ja, klar, stimmt. Bei so viel Schnee im Osten verliert man die Orientierung. Im Übrigen, das war der Schnee, der mir im Winter beim Skifahren gefehlt hat, den habt ihr jetzt. Ne? Genossinnen und Genossen, Rente mit 67. Das ist ein zentrales Thema nach wie vor in der Republik und für die Gewerkschaften. Wir haben dort die Chance, einen gesellschaftlichen Schulterschluss herzustellen. Dort müssen wir als Linke vorangehen und die Möglichkeiten haben wir. Unsere Positionen sind gut und sauber mit vielen Verbänden, mit vielen Gewerkschaften kompatibel. Und unsere Position ist vollkommen klar. Wenn nur 7,4% der Menschen in der Altersgruppe 63 und 64 überhaupt noch einen sozialversicherungspflichtigen Job haben, dann bedeutet die Rente mit 67 zwei Jahre Abschläge, 7,2% weniger Rente und sonst nichts. Und das müssen wir anprangern und unsere Position draußen deutlich machen, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, aus all dem geht hervor, wir haben eine Riesenverantwortung, dass wir das, was die Menschen von uns erwarten, warum sie uns auch gewählt haben, dass wir dieser Verantwortung tatsächlich gerecht werden. Das ist wirklich eine große Last. Und das bedeutet, wir selber, wir sind alle nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es uns gemeinsam als Partei gelingt, den Widerstand gegen all das zu organisieren. Und ich sage ganz bewusst, innerhalb, aber auch außerhalb des Parlaments, weil alleine im Parlament werden wir es nicht schaffen. Innerhalb und außerhalb des Parlaments diese Dinge tatsächlich hinzukriegen, das ist eine Riesenverantwortung. Da muss jeder gucken, wo er selber seinen Beitrag dazu leisten kann, dass es gelingt. Liebe Genossinnen und Genossen, ja, wir brauchen so rasch wie möglich eine Lösung unserer internen Probleme. Und wenn wir die gelöst haben, sehe ich eigentlich für uns eine absolut positive Zukunft, auch in den nächsten zwei Jahren. Kolleginnen und Kollegen, schlechter als die Regierung angefangen hat, kann man es doch eigentlich gar nicht mehr machen. Da reicht doch eigentlich nur eine klare Position der Linken, um dem etwas entgegenzusetzen, was die treiben. Und dann werden wir, glaube ich, stärker, als wir bisher schon geworden sind. Die Linke muss weiter die kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West überwinden. Am besten geschieht das also durch ein klares politisches und auch außerparlamentarisches Engagement von Sassnitz, das sage ich denen, die aus dem Westen sind, das ist ziemlich weit oben, und Kempten, das sage ich den anderen, das ist ziemlich weit im Süden. Ich danke fürs Zuhören.